Hi Martin hier, heute geht es um die ungewöhnlichen Optionsbewegungen wieder einmal. Kurz der Risikohinweis: Die in meinen Videos und Webinaren geäußerten Analysen und Einschätzungen spiegeln nur meine Meinung wider und sind nicht als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Optionen oder Futures zu verstehen. Weder explizit noch stillschweigende Haftung ist ausgeschlossen. Wir haben ja schon öfters mal die Open Interest analysiert. Das Interesse ist hier sehr groß, bekomme viele Zuschriften und deswegen wollen wir es weitermachen und werde auch demnächst wieder auch ein Webinar anbieten oder Webinarreihen oder Workshopreihen, wie man das nennen mag, dass man da ein bisschen mehr eintaucht. Wir haben bestimmte Parameter immer ja, besprochen. www.barchart.com, Unusual Options Activity, das ist kostenlos. Jetzt ist natürlich so kostenlose Info, aber wir müssen es natürlich interpretieren. Ja? Und dazu muss man so ein bisschen die Optionswelt kennen, ein bisschen Optionsstrategien und auch wissen, worauf man achten muss. Jetzt kurz zum Bild, also wie jetzt hier bei Barchart die entsprechenden Informationen aufbereitet sind. Wir haben hier das Underlying, wir haben hier den Preis, Call oder Put, das ist der Strike, das ist die Laufzeit. Und hier, wie gesagt, ist das Volumen und hier die Open Interest. Ja, das heißt, das System erkennt automatisch, ja, höheres Volumen als Open Interest. Was bedeutet das? Nun, wenn dort größeres Volumen ist an diesem Strike, dann heißt das, da irgendwie was passiert. Ja. Wir wissen aber erst am nächsten Tag, ob es zu einer Open Interest wird, das Volumen. Denn es kann ja auch Daytrading sein. Ne? Du und ich können ja 3.700 hin und her traden oder die Hälfte, ne, oder das Doppelte, dann ist es als Volumen, aber wenn wir ja beide am Tagesende unsere Position schließen, dann ändert sich die Open Interest nicht. Erst wenn sie sich ändert, haben die Marktteilnehmer eine Marktmeinung, ja, die sie wahrscheinlich dann auch etwas länger im Depot halten werden, weil die Transaktionskosten alles ist natürlich sehr hoch. Das heißt, sollten diese 5.000 morgen Montag zu einer OI werden, wissen wir ganz bestimmt. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es zu einer OI wird. Ja. Was interessiert uns von den Laufzeiten? Uns interessiert ein bisschen mittelfristig, längerfristig. Das interessiert uns das eher nicht. Kurzfristig interessiert uns nicht das würde uns interessieren. Ne? So, jetzt kommt der zweite Schritt im Bereich, sage ich mal, Amazon oder die Großen, könnt ihr auch schon ausklammern. Das sind keine Spekulationen, das sind reine Delta-Hedge-Anpassungen etc. Uns sind normale, kleine, mittlere Firmen interessant. Wie gesagt, mittlere Laufzeit, Call oder Put. Ich habe hier mal AOL, Quatsch, nicht AOL, ist schon länger her, ne? American Airlines hier rausgepickt, das ist der aktuelle Preis 43,40. Da wurden Aktivitäten hier 49 gesehen. Wir werden gleich analysieren, was das war. Das passt mir auch gut. Da ist ein Großer im Spiel, der irgendwas vorhat. Lass uns mal analysieren, was dieser Bursche denn so vorhat. Wenn er denn was vorhat, aber er hat ganz bestimmt was vor, weil er Geld ausgegeben hat und nicht wenig. So, warte mal, wo bin ich denn jetzt hier? So, wo ist AAL? Hier. So, wo müssen wir denn hingehen? Welche Laufzeit? Im August. Wir gehen in den August hinein. Und wir sehen hier, dass hier schon Aktivitäten stattfinden. Ja, ne? Zwar, oh, es geht schon wieder nicht. Warum geht das nicht? Das ist ein komisches System hier. Jetzt geht's. Das ist komisch. Naja, gut. Ne? Das heißt, nicht nur der Strike 49, 8.000, sogar der Strike 45. Ja, jetzt werdet ihr sagen, ja, was bedeutet denn das? Das kann vieles bedeuten. Und wir sind verdammt klug und wissen, was es ist. Nein, wir wissen es nicht, was es ist, sondern wir müssen unseren Menschenverstand und unsere Logik und Nachvollziehbarkeit irgendwo ja, in den Kopf reinbringen, dass man sagt, was würde ich denn tun, wenn ich 8.000 Debit Spreads oder 8.000 Calls kaufe? 8.000 mal 100, das sind 800.000, wird ausgegeben, das ist kein kleiner Fisch. Was würde ich machen? Die Frage wäre, ihr kennt bestimmte Credit Spreads, wäre das ein Credit Spread? Ja, weiß ich nicht, denn wir müssen nochmal das Chart kurz anschauen, das haben wir noch nicht gemacht, immer das Chart, wo stehen wir? Das heißt, die größeren Marktteilnehmer gehen immer mit dem Trend. Ja. Der Trend ist grundsätzlich bullish. Ja. Das heißt, es ist zu vermuten, dass es eine bullische Strategie ist. Ne. Das heißt, würdest du, nachdem der Markt jetzt so hier gefallen ist, hier zwischen 45, 46, 49 oder so einen Credit Spread machen mit Calls, Laufzeit
111 Tage. Ich glaube nicht, ja. Würde wenig Sinn machen, denn du hättest ein enormes Risiko, Nummer eins, und das Timing wäre undenkbar schlecht. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es eine bullische Strategie ist, ist viel, viel größer. Und welche kann es sein? Da bleibt nur eins übrig. Wir kaufen die, kaufen ungefähr eine gleiche Anzahl von verkaufen, die gleiche Anzahl. Das heißt, wir verbilligen den Call-Kauf, ne, den verbilligen wir. Das heißt, 245 verbilligen wir schon mal um 100. Unser Break-Even oder Erwartung wird hier dann ab 46 dann erfüllt bis 49. Das sind 300. Aber wenn ich 8.000 habe, ist es schon eine ordentliche Zahl. Das heißt, es ist zu vermuten, dass American Airlines bis August so in diese Range reinkommt. Warum in diese Range? Weil hier natürlich auch großen Open Interest schon drin sind, die es sehr schwer machen, American Airlines jetzt hier durch die Decke fliegen zu lassen. Sagen wir mal, wow, was für ein Poet. Da sehen wir schon den Deckel, sage ich mal. Jetzt kommt ein neuer Deckel hier unten dazu. Aber es wurden auch Käufe, das heißt, da möchte jemand vielleicht auch billig Aktien bekommen. Ne? Das heißt, wenn wir tatsächlich hier oben sind, dann werden die hier wahrscheinlich eingebucht. Bekommt er 8.000 mal 100, 8.080, 800.000 Aktien, dann wird das im August hier zu einer entsprechenden Bewegung hundertprozentig, es wird hundertprozentig zu einer Bewegung im August hier in diesem Bereich führen. Ja, das kann ich also aus dem Bauch in Erfahrung schon sagen, dass wir diesen Bereich sehen werden, es sei denn, dass natürlich ganz dramatische Sachen wieder kommen. Die müssen wir natürlich in diesen Besprechungen immer ausklammern. Ja, das heißt, die Marktteilnehmer gehen nicht von irgendwelchen terroristischen Geschichten wieder aus oder so, sondern von normalen Entwicklungen. Ja, so, das heißt, das zählt immer bei jeglicher Analyse, da sind wir uns alle einig. Das weiß man nicht. Ja, das wird er sagen, oh, aber wenn was. Aber ich kann ja nicht ständig sagen, wenn das Schlimmste wäre, sondern ich muss ja sagen, was wäre jetzt das Realistische? Also das heißt, das Realistische ist, dass wir hier sein werden von der Erwartung der großen Marktteilnehmer, die erwarten das, die sind nicht dumm, die geben nicht so viel Geld aus, einfach mal um zu spekulieren, sondern die machen das schon ganz geschickt. Das heißt, ihr könnt im Demo schon mal das Ding aufsetzen, ja, nur dass ihr schon mal gesehen habt. Ihr braucht keine Angst haben, dass wenn man sowas im Demo hat, ich muss immer bewusst Demo sagen, dass einer auf die Idee kommt und sagt, Mensch, ich mache alles nach. Du wirst sehen, also ihr werdet sehen, zum Beispiel die 128, die man jetzt bezahlt mit einer erwartungsmaximale Gewinnchance von 400, 400 maximal Payout, ist die Range zwischen 45-49. Ne? Wir haben bezahlt aber 128, also praktisch dann 400 minus 128 ist dann 300 ungefähr 70, wäre unser maximales Payout ist doch okay, ja. Und die 128 Dollar sind ja nicht gleich ausgegeben, das sind ja nicht gleich weg, ja. Und die Optionswelt ist so toll, anstatt jetzt in die Aktien zu gehen, ne, dass man da viel Margin hergeben muss, Margin, Belastung und Cash vor allem, können wir hier ganz einfach mit einem Debit Spread kontrollieren wir hier 100 Aktien mit 128 Dollar und keiner Margin. Ja? Gleicher Effekt bei Verfall. So, das bedeutet, ich kann nur die 128 Dollar verlieren, wenn American Airlines pleite geht. Bei der Aktie natürlich viel mehr. Ja, so, das heißt, das sind riesen, riesen schöne Vorteile. Und auch vom Debit Spread selbst, schaut mal her, jetzt mache ich den gleichen mal ungefähr hier oben. Das heißt, wir hätten jetzt zum Beispiel 5 Dollar höher gemacht. Und jetzt sind wir, ne, vom Preis zum Beispiel tiefer, dann wäre jetzt unser damaliger Debit Spread, der hier oben ist, immer noch 63 Dollar wert. Versteht ihr? Das heißt, wir haben knapp die Hälfte abgegeben. Aber ich sag mal, das ist Peanuts, ja, im Vergleich zu was? Ha, wenn wir dabei die Aktie bei 50 oder so, also kurz so wie wir hier stehen, einfach, ne, verschoben hier und wir sind jetzt runtergekommen, gedanklich, ja, dann hätten wir mit der Aktie 700 oder 600 verloren, 500 oder sowas und hier nur 40 Euro. Das ist ein Unterschied, oder? Ist das nicht toll? Das heißt, der einfache Debit Spread ist schon hervorragend. Ja. Viele suchen nach wahnsinnigen Strategien. Die einfachsten, wenn man sie perfektioniert, sind die besten. Es gibt 8 grundsätzliche einfache Strategien. Und wenn ihr da das Timing, das entsprechende Marktumfeld und auch die Laufzeit optimiert und perfektioniert, gibt es nichts Besseres. Da braucht ihr gar nicht so großartig rumdoktern. Es gibt dann später halt nur noch Möglichkeiten, das Risiko ein bisschen zu reduzieren und mit gleichzeitiger
Renditeoptimierung, Verbesserung etc. Da kann man noch ein bisschen was machen. Ja? Aber grundsätzlich ist es total einfach. Ja? Das heißt, wenn wir 10 Stück fahren, haben wir einen Tausender unterwegs. Ne? Natürlich jetzt nicht die könnte man natürlich auch fahren, aber da werden wir wahrscheinlich nicht hinkommen. Das heißt, wir würden dann schon ungefähr das nachmachen, was sie machen. Auch bitte von der Laufzeit auch das nachmachen. Ja? Was der Marktteilnehmer mal nicht sagen, ich mache es im Juni. Die haben ganz bewusst den August gewählt. Okay? Die hätten auch den Juli wählen können. So, das heißt, kann sein, dass wir bis Juli noch hier unten rumdümpeln und der Move vielleicht dann erst später kommt. Das wissen wir nicht. Ja? Das kann morgen sein, das kann einen Tag vor Verfall sein, dass wir hier nach oben düsen, wenn es soweit ist. Es kann auch sein, dass gar nichts passiert. Das ist aber meiner Meinung nach ein bisschen unwahrscheinlicher. Ja, es wird auf jeden Fall in diese Richtung was passieren, anhand der Optionswelt. Und wenn wir da nur ein bisschen was mitnehmen aus dem Debit Spread, so what? Ist auch toll, ne? Viel Spaß. Danke.